diese ganze Favoritennummer ist ja schon mal der Witz an sich. Die Jungs, da dahinter stehen sie, da der Budi hier, die haben die ganze Zeit so getan, als ob ich hier der Mega-Checker in Halo bin. Tatsache ist, ich habe am meisten Halo gespielt von allen, aber wir haben gestern geübt, wir haben gestern zusammen schon so ein bisschen gespielt und überraschenderweise war der Budi da am besten. Und da soll noch mal einer erzählen, ich hätte die Favoritenrolle. Tut so, als ob er hier kein Wässerchen trüben könnte. Dabei hat er in Wirklichkeit die ganze Zeit Halo geübt. In all den Jahren, wo wir uns gedacht haben, Mensch, der Budi, arbeitet er überhaupt noch hier? Der spielt ja nie was, der kann ja auch nichts. Guck mal, sein Gamerscore ist bei 80 oder so. Und in Wirklichkeit hat er auf einem anderen Account die ganze Zeit Halo geübt. Nur für diesen Moment. Ich hasse dich! Also Eddie war bisher immer der Schlechteste. In allen Spielen, bei allen Trainingsvarianten. Aber am wenigsten gönne ich es eigentlich Nils. Also ich kenne sie nicht. Ey, ihr seid so Penner, wenn einer von euch so Alter. Er ist einfach nicht sympathisch. Das ist euch sicher auch schon aufgefallen. Es ist ein Unsympath vor dem Herrn. Bei weitem nicht so ein unglaublich netter Mensch wie ich. Und das Schlimme bei Budi ist, der kann eigentlich gar nichts, aber immer dann, wenn es drauf ankommt, immer dann, wenn eine Kamera da ist, dann ist der am Start. Dann kriegt der Kraftreserven, Skillreserven, von denen ich noch nie was gehört oder gesehen habe. Es sind die oberen, das obere Drittel ist auf jeden Fall Budi und ich. Und dann ist lange Zeit nichts, das ist das leere Drittel. Und das letzte Drittel, das sind dann Nils und Budi, und Eddie. Die leider wirklich in einer ganz anderen Liga, die sind so Regionalliga. Und wir sind halt Champions League. Das war schon ziemlich geil von mir. Da habe ich jetzt schon so ein bisschen auch steifen. Ganz ernst, wenn ich Halo verliere, kotze ich. Also das muss ich jetzt echt sagen, dann kotze ich wirklich im Strahl durch die Redaktion, weil das ist so unfair. Das ist ein Spiel, was ich kann, seit Jahren. Und Budi will mir das jetzt nehmen. Also das ist wirklich eine Mission für ihn. Weil er ja sonst nichts hat scheinbar, muss er mir jetzt das eine nehmen, wo ich legendär bin.